Hallo, Editha Weber hier, große Fürstin und ihre Gärten. Ich darf Sie heute erneut zu einem Gartenspaziergang einladen, einer kleinen Lesereise. Das Kapitel 5, Gärten einer Ehe, Fürstin Luise von Anhalt-Dessau in Luisium. Leo Tolstoi beginnt Anna Karenina mit der Einschätzung, alle glücklichen Familien gleichen einander, während die Unglücklichen auf ihre ganz eigene Weise unglücklich seien. Floh die schöne Herzogin Friederike, Sie erinnern sich, die Tochter von Wilhelmine von Bayreuth. Friederike hatte in der Nähe von Bayreuth in Fantasie einen herrlichen Rückzugsort, ein Sommerschloss mit einem Garten geschaffen. Floh die schöne Herzogin Friederike aus einer unglücklichen Ehe, indem sie Gartenträume erschuf, empfand und bewältigte Prinzessin Luise ihr Schicksal, in einer arrangierten Ehe nicht wahrhaft glücklich geworden zu sein, auf andere Weise. Auch bei der 1750 geborenen Luise Wilhelmine Henriette, Prinzessin von Preußen und Markgräfin von Brandenburg-Schwedt, war der Preußenkönig Ehestifter, eben wie bei Friederike auch. Ob dieser selbst in einer wenig glücklichen Ehe Gefangene überhaupt der Richtige war, um Glück zu stiften? In der komplizierten Ehe zwischen Luise und ihrem Cousin Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, genannt Franz, manifestierte sich ein Unerfülltsein auf gänzlich andere Weise als bei Friederike und erst nach einigen Jahren des Zusammenseins. Offensichtlich kam es zu einer Art Trennung, aber nicht zur Scheidung. Zugleich existieren über ihr emotionales Beziehungsverhältnis mehr oder weniger vorsichtige Äußerungen, manchmal Bemerkungen zwischen den Zeilen, vor allem in Briefen an vertraute Freundinnen. Allerdings hat Luise zum einen ihre Tagebücher aus den Jahren ihrer Ehekrise vernichtet, zum anderen mögen noch nicht alle Quellen entdeckt und ausgewertet sein. Die seit einiger Zeit entzifferte Geheimschrift, in der sie Passagen im Tagebuch der späten Jahre verfasst hatte, können das Geheimnisvolle nicht gänzlich entwirren. So erscheint das Leben dieses interessanten Paares mitten in einem der schönsten Gartenreiche Deutschlands wie ein Puzzle, in dem Teile fehlen oder beschädigt sind. Der eine setzt es so, der andere anders zusammen. Die so entstehenden Bilder weichen voneinander ab. Um sich ein wenig dem Leben dieser Fürstin an der Seite des großen Gartengestalters Fürst Franz zu nähern, empfehle ich einen Besuch von Luisium, ein Landhaus, ein Schlossgarten, nicht weit entfernt von Dessau, auf dem halben Wege schon in Richtung nach Wörlitz. Eine gerade verlaufende Hauptallee trennt zwischen Nord- und Südtor das Terrain von der westlichen, der ehemals der Fürstin gehörenden Hälfte. Der Charakter des Gartens wandelt sich unmittelbar. Schönheit herrscht. Im Norden liegt das herrliche Landhaus, davor eine weiße, ganz dem Geiste Palladius gestaltete Brücke. Das elegante weiße Gebäude steht erhöht. Mehrere Sichtachsen kennzeichneten einst die Bedeutung des Standortes als barocker Jagdstern. Ein Mittelpunkt, ein Treffpunkt des jagdlichen Vergnügens, umgedeutet, als Geschmack und Ansprüche sich wandelten. Manche Sichtachsen existieren noch. Der Bewuchs ist an vielen Stellen recht dicht. Das nahe, einst stärker sichtbare Dessau scheint gänzlich verschwunden zu sein. Das ursprüngliche Muldealtwasser windet sich wie ein malerischer Fluss. Schon zur Einweihung deuteten Besitzer und Gäste den kleinen See als den Fluss Styx und beschworen eine mythisch antike Stimmung. Westlich des Sees bietet eine kleine Grotte aus Bruchsteinmauerwerk einen einzigartig stillen Ort, wie eine Eremitage, deren obere Plattform als Belvedere diente. Die dichten Eiben verleihen dem versteckten Gartenraum etwas Stimmungsvolles. Unweit liegt der Pegasusbrunnen aus Sandstein mitten auf der Wiese. Einst diente er als Wasserpumpe für den nahen Blumengarten. Letzterer verfügte über einen kleinen Pavillon, um sich bei Regen unterzustellen, genannt Blumengartenhaus oder Blumensitz. Nun steht er etwas verloren da und erinnert eher an die typischen Bühnen in Stadtparks oder Seebädern. An Blumen mangelt es. Luise liebte Blumen und interessierte sich sehr für Botanik. Ihr Sekretär Matheson begeisterte sie dafür
und besuchte zusammen mit ihr zahlreiche botanische Gärten. Er lehrte sie 1801 das Linnäische System der 24 botanischen Klassen. Wenige Jahre zuvor beschloss sie, die Bibliothek einer botanischen Enzyklopädie anzulegen und bestellte dafür in Nürnberg Holzbücher aus heimischen Hölzern. Ein Beltwalk im Sinne eines Gürtels aus Bäumen und Strauchwerk, der die Anlage umgibt, rahmt wie in vielen englischen Landschaftsgärten das Grundstück ein. Nach Westen liegt er erhöht auf dem Hochwasserdeich und bietet einen Ausblick auf das einstige Gestüt mit der Fuhlenweide. Der Blick auf die neogotischen, aus Backsteinen errichteten Stallungen, umschlossen von alten Bäumen und dem Weidegrund, verbreitet überzeugend die Atmosphäre eines englischen Landsitzes. Auf geschlängelten Wegen hängt die Spaziergängerin ihren Gedanken nach, bis sie weiter südlich, auf der anderen Seite des Sees, erneut der Antike begegnet, in Gestalt der beiden Hermen aus Sandstein und an der Quelle mit der Herme in Gestalt eines Fauns. Sie kehrt um und wandelt langsam den leicht gebogenen Weg östlich des Sees zurück. Blick für Blick die Verwandlung des Bildes erlebend. Ein Landschaftsgemälde mit tief hängenden Zweigen, eine arkadische Szenerie, Elysium einer Fürstin, das den italienisch-englischen Traum des 18. Jahrhunderts bewahrt hat. Alles Kunst und Geist, und doch wirkt es harmonisch, ländlich, sorgenfrei. Sorgenfrei, aber nicht wunschlos glücklich. Wenn Sie vielleicht Lust bekommen, an die Elbe zu fahren, empfehle ich durchaus, besuchen Sie nicht nur Wörlitz und den Garten ringsherum, fahren Sie ein Stückchen Richtung Dessau und besuchen Sie das Landhaus Luisium und den Garten Luisium. Viel Vergnügen dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!